Hallo liebe Wikitrain-Freunde. Einige von euch wissen sicherlich, dass ich Lehrer unter anderem auch für Technik bin. Wir haben in dieser Woche eine Projektwoche in unserer Schule gemacht und als Eisenbahnfreund habe ich mir gedacht, ich mache mit den Schülern eine Eisenbahn aus Holz. Wir hatten jetzt 4 Tage Zeit. Am ersten Tag haben die Schüler die Einzelteile zum Beispiel für diese Lok gefertigt. Am zweiten Tag haben wir die Lok gebaut. Am dritten Tag haben wir noch 2 Waggons gebaut und heute, am letzten Tage, haben wir das Ganze miteinander verbunden und stellen das für die anderen Schüler aus. Ich kann euch einmal zeigen, was wir hier gemacht haben. Die Ergebnisse der Schüler, die Lok, ein Güterwaggon und ein Personenwaggon versehen mit Bänken. Das Ganze haben wir dann über Bänder miteinander verbunden. Und wenn ihr euch das einmal anguckt, wie das von unten ist, von unten sieht das Ganze so aus. Wir haben also Achshalterung gemacht. Vorne haben wir der Lok ein kleines Rad gegeben. Alle anderen haben große Räder. Und das Ganze fährt natürlich auch hin und her. Und dann haben wir als Fracht ein bisschen Kohle. Echte Ebenbürner Steinkohle. Ja, und so haben 15 Schüler in dieser Woche 15 Loks mit Waggons gebaut. Heute ist der Präsentationstag. Und ich möchte euch heute einfach mal auf meinem YouTube-Kanal präsentieren, was wir die Woche gemacht haben. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es mir gefallen hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Arne Kaiser für die Unterstützung, der hier mitgeholfen hat für die ganzen Tage. Und so haben wir jetzt 15 Zuggespanne aus Holz. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Miki Trell. Macht's gut. Tschüss.